Mensch, Opa, was ist dir denn passiert? Hab mir den Oberschenkel gebrochen. Und, wie konnte das jetzt passieren? Ja, bin ich über die Teppich gestolpert und dann war der Knochen gleich durch. Ja, nicht gut gelaufen, ne? Nein, komm rein. Osteoporose ist eine Erkrankung des Knochens, wo es zu einem Knochenschwund kommt. Und man kann sich gut vorstellen, dass wenn der Knochen schwindet, dieser auch leichter brechen kann. Das merken häufig ältere Personen beim Oberschenkelhalsbruch, wenn man sich nur leicht stößt oder wenn man stürzt, dass dieser Knochen schnell bricht. Häufig sieht man auch insbesondere ältere Frauen, die dann einen Östrogenmangel haben, dass die so einen Rundrücken ausbilden. Das sieht man auch ganz schön hier auf diesem Röntgenbild. Das ist eine gesunde Wirbelsäule. Man sieht eine dichte Knochenstruktur, dadurch, dass es hier so ein bisschen heller ist. Und hier sieht man, dass es dunkler ist, hier ist weniger Knochenmasse. Das ist ein osteoporotischer Knochen oder eine osteoporotische Wirbelsäule. Die Frage ist, wie kommt es zu diesem Knochenverlust? Man muss sich das so vorstellen, dass im Knochen zwei unterschiedliche Zelltypen vorhanden sind. Einmal die Osteoblasten, die den Knochen aufbauen, und die Osteoklasten, die den Knochen abbauen. Beim gesunden Menschen befindet sich das im Gleichgewicht. Und in der Osteoporose überwiegt der knochenabbauende Anteil, das heißt die Osteoklasten. Das heißt, dieses Gleichgewicht gerät in den Schiefstand und wir haben einen Knochenverlust. Herr Umlauf hat sich in seiner Doktorarbeit mit dem TRPC1-Protein beschäftigt. TRPC1 bildet einen Kanal in der Membran von Zellen, was die Kalziumaufnahme in Zellen reguliert. In Zusammenarbeit mit der Physiologie hier in Münster haben wir gefunden, dass der TRPC1-Kanal wichtig für das Wandern von Zellen, für die Migration ist. Und die Wanderung von Zellen ist auch für die Osteoklastenbildung essentiell. Und deswegen lag es für uns nahe, die Funktion dieses Proteins im Knochenstoffwechsel der Mäuse zu untersuchen. Wenn wir uns jetzt hier die Mäuse ansehen, haben wir hier eine Wildtypmaus und eine Knockoutmaus. Eine Knockoutmaus sieht von außen genauso aus wie eine Wildtypmaus. Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Mäusen ist, dass die eine Maus ein gewisses Molekül nicht exprimiert. In unserem Fall ist es das TRPC1-Protein, was genetisch ausgeschaltet wurde und von der Maus nicht gebildet wird. Ansonsten sind die Mäuse identisch. So haben wir die Möglichkeit, in Versuchen, diese beiden Mäuse miteinander zu vergleichen und Rückschlüsse darauf zu ziehen, was dieses Protein in dem Organismus für eine Funktion hat. In meiner Doktorarbeit habe ich mir die Rolle von TRPC1 im Knochenstoffwechsel angesehen und dabei insbesondere die Rolle von TRPC1 in Osteoklasten untersucht. Dazu haben wir uns den Knochen der Mäuse unter normalen Bedingungen angesehen und unter osteoporotischen Bedingungen. Zunächst habe ich untersucht, welchen Einfluss der Verlust von TRPC1 auf den physiologischen Knochenstoffwechsel hat. Dazu haben wir uns die Wirbelkörper von normalen Wildtypmäusen angesehen und diese verglichen mit den Wirbelkörpern von TRPC1-Knockout-Mäusen. Wie man hier sieht, haben die TRPC1-Knockout-Mäuse eine gleiche Knochenstruktur wie die Wildtypmäuse, sodass unter physiologischen Stoffwechselbedingungen kein Unterschied in der Knochenstruktur festzustellen ist. Im nächsten Schritt haben wir uns dann den Knochenstoffwechsel unter osteoporotischen Bedingungen angeguckt, also Bedingungen, in denen es zu einem verstärkten Knochenschwund kommt. Wie man hier sieht, weisen die Wildtypmäuse unter osteoporotischen Bedingungen einen deutlichen Knochenverlust auf. Und im Vergleich dazu ist bemerkenswert, dass die TRPC1-Knockout-Mäuse weniger Knochenverlust aufweisen. Die Mikro-CT-Daten aus dem Osteoporose-Modell deuten darauf hin, dass die Funktion oder Bildung von Osteoklasten in TRPC1-Knockout-Mäusen gestört ist. TRPC1 ist in anderen Zellen für Kalziumsignale verantwortlich, die auch in Osteoklasten wichtig sind für die Bildung und Differenzierung der Zellen. Daher haben wir uns in einem nächsten Schritt diese Kalziumsignale angeguckt und konnten in Kalziummessungen nachweisen, dass in TRPC1-Knockout-Zellen diese Signale unverändert sind im Vergleich zu den Wildtypzellen. Das bedeutet, dass TRPC1 nicht verantwortlich ist für dieses Kalziumsignal in den Osteoklasten. Da wir aber mit den Mikro-CT-Analysen zeigen konnten, dass der Verlust von TRPC1 sich in irgendeiner Form auf die Osteoklastenfunktion auswirkt, haben wir nach weiteren Erklärungen gesucht. Mit Hilfe von Zeitraffer-Videomikroskopieaufnahmen hatten wir in einem nächsten Versuch die Möglichkeit, die Bewegung von den Osteoklasten zu filmen und zu beobachten, wie Osteoklasten zu großen multinuklearen Zellen fusionieren. Bemerkenswerterweise konnten wir feststellen, dass die Beweglichkeit von den TRPC1-Knockout-Zellen deutlich eingeschränkt ist im Vergleich zu den Wildtypzellen und dass deren Fusion zu großen multinuklearen Osteoklasten stark gestört ist. So lässt sich erklären, warum die TRPC1-Knockout-Mäuse einen verringerten Knochenverlust aufweisen in der Osteoporose, da weniger große funktionsfähige Osteoklasten vorliegen.
Zukünftig wäre es interessant zu wissen, ob die Effekte, die wir hier durch den Knockout des TRPC1-Moleküls hervorgerufen haben, auch durch eine chemische Blockade, beispielsweise einen pharmakologischen Inhibitor, hervorzurufen sind. Die Ergebnisse von Herrn Umlauf helfen, dass wir die Osteoporose oder die Mechanismen der Osteoporose besser verstehen können. Und es gibt bereits Medikamente, die den TRPC1-Kanal blockieren können. Es wäre jetzt denkbar, dass man diese Medikamente zunächst im Mausmodell einsetzen könnte, um zu testen, ob es auch hier funktioniert, und dann diese Ergebnisse auch auf den Menschen übertragen kann, sodass wir eventuell neuartige Medikamente zur Behandlung der Osteoporose entwickeln können. Herr Umlauf ist ein sehr motivierter Student und auch sehr begeisterungsfähig. Also er liest sich in Techniken ein, er hat ganz viele neue Ideen, er ist immer begeistert bei der Forschung, kommt auch zu ungewöhnlichen Uhrzeiten ins Labor. Zum Beispiel gab es eine ganz nette Geschichte, wo er nachts nach der Diskothek noch ganz dringend einen Versuch beenden wollte und natürlich seinen Schlüssel nicht dabei hatte, den hat man ja in der Diskothek jetzt nicht unbedingt dabei, und hat dann abends noch den Nachtwächter der Universität gefragt, ob er ihn reinlassen kann, weil er keinen anderen natürlich hier angetroffen hat und auch nicht erreicht hat. Das zeigt einfach, wie begeistert er bei der Forschung ist, und wir haben ihn immer den kleinen Sonnenschein genannt. Ich wünsche Herrn Umlauf natürlich nur das Beste für seine Zukunft, und ich bin auch davon überzeugt, dass er ein toller Arzt werden wird, weil er einfach sehr hilfsbereit ist und begeisterungsfähig und den Menschen helfen will. Und ich glaube auch, dass er noch in Zukunft weiter in der Forschung arbeiten wird, weil ihm das ein inneres Bedürfnis ist, die Mechanismen der Erkrankung aufzuklären.